Genau, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wie der Günther schon gesagt hat, mein Name ist Ulrich Heinzel. Ich freue mich, Ihnen heute den zweiten Teil unserer Webinarreihe Highlights in Teamcenter 2312 vorstellen zu können. Bei dieser Webinarreihe, die haben wir so aufgebaut, wie Sie das ja alle kennen, das Teamcenter, das Release, inzwischen angeglichen an die Release-Benummerung von NX. Das bedeutet, dass jetzt jeweils das Jahr und auch der Monat, sage ich mal, das Release herausgibt. Das heißt, aktuell reden wir über die 23.12. Das heißt, das kam im Jahr 2023 im Monat 12 heraus. Der Umfang, der dort von Siemens immer bereitgestellt wird an Neuerungen, ist sehr umfangreich. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Ganze ein bisschen aufzuplanen. Vor 2 Wochen im Teil 1 haben wir uns um Anforderungsmanagement, das BOM-Management, Konfigurationsmanagement und Change Management und solche Sachen gekümmert, was alles neu ist. Das Webinar finden Sie inzwischen auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie da also nicht dran teilnehmen konnten, kein Problem. Sie finden das, wie gesagt, bei uns auf dem YouTube-Kanal, können sich das nochmal anschauen. Wir kümmern uns heute um das Thema Part 2, wenn es um mechanisches, sage ich mal, um Datenmanagement der Mechanik, in der Elektronik kümmert. Ein großes Thema ist Visualisierung heute und noch so ein paar Besonderheiten aus dem Bereich Analytics und Search. Gab es ein paar Neuerungen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist, wie gesagt, heute unser Thema und nächste Woche. Achso, es gibt ein paar Themen, die sehen Sie hier, wo wir eigene Webinare anbieten werden, jetzt in Kürze. Wenn Sie da also etwas zur Simulation und auch zur Fertigung, also das 23.12er Release hat einiges im Bereich Quality Management und im Bereich Service Management und so weiter gebracht. Da werden wir eigene Webinare machen, die mal die Komplettlösung vorstellen wird, nicht nur die Highlights, die jetzt mit dem neuen Release gekommen sind. Genau, nächste Woche werden wir uns um den Part 3 kümmern, also keine 2 Wochen Abstand, sondern bloß noch eine Woche Abstand aufgrund der Ostersituation, so möchte ich mal sagen. Und da werden wir uns mal ein bisschen Deployment Center, Erweiterungen innerhalb von Teamcenter, was gibt es in der Cloud Neues und so weiter, da mal drum kümmern. Aber nichtsdestotrotz, heute Part 2, wie gesagt, mechanisches Datenmanagement, elektronisches, da wollen wir heute mal reinschauen. Gut, fangen wir an. Neuerungen in der 23.12 betrifft, also nennenswerte Neuerungen, das AutoCAD-Interface, AutoCAD und Inventor, das muss man so ein bisschen sagen, das wird zusammengehandelt innerhalb von Teamcenter. Und dann Creo, kommen wir später zu. Jetzt als erstes mal AutoCAD und Inventor. Genau, wenn Sie NX, wie viele unserer Kunden im Einsatz haben, dort haben wir die Neuerungen, die hinsichtlich Datenmanagement hervorkommen, schon in dem What's New in NX 2312 gebracht. Auch das Webinar ist verfügbar auf unserem YouTube-Kanal und kann dort nachgeschaut werden, wenn Sie das verpasst haben. Gut, gucken wir uns mal AutoCAD und oder Autodesk, AutoCAD und Autodesk Inventor, die Integration dazu an. Man hat eine ganze Menge an der Benutzerfreundlichkeit getan. Dinge, die man von anderen CAD-Integrationen schon kennt, sind jetzt auch hier eingeflossen. Und genau, das ist so das, was dort eingeflossen ist. Gehen wir mal auf die Details ein. Die Integration zu AutoCAD und und Inventor ist nun auch in Teamcenter X verfügbar. Teamcenter X ist ja die cloudbasierende Lösung von Siemens, die den Charme hat, dass man dort ein fertig konfiguriertes System kriegt, direkt in der Cloud. Also gerade für Einsteiger sage ich mal, einer Out-of-the-Box-Installation ist das ein interessantes Thema. Aber auch in den Versionen 13, 14 und 23, 12 von Teamcenter ist jetzt diese Integration auch verfügbar. Genau. Wir finden dort neue Funktionen, die Sie, wie gesagt, schon aus anderen CAD-Integrationen kennen, zugehörige Zeichnung abrufen. Wenn ich auf dem Inventor-Teil stehe oder einer Baugruppe, kann ich da über diese Funktion die dazugehörigen Zeichnungen finden, ohne dass ich jetzt permanent durch die Struktur muss, sondern das macht das System jetzt für mich und ich kriege sie automatisch geöffnet. Genau. Auch aus Suchbefehlen, also das heißt, wenn ich in Teamcenter jetzt in irgendeiner Form Suchen ausgeführt habe und habe Ergebnisse, kann ich diese direkt in meine geöffnete CAD-Sitzung öffnen. Entweder, sage ich mal, als eigene Elemente, das ist klar, oder aber in eine Baugruppe mit hineinziehen, sodass ich da nicht nochmal über einen anderen Dialog gehen muss, um die Elemente zu finden.
Genau. Speichern und erstellen kennen Sie auch, wenn Sie etwas speichern möchten oder ein neues Element erzeugen möchten. Der Dialog ist jetzt anpassbar. Attribute, die unbedingt bei Erstellung schon gefüllt werden müssen, kann ich damit hineinziehen, so dass ich dort, sage ich mal, beim Erstellen schon die wesentlichen Informationen entsprechend eingegeben habe und nicht erst nochmal nach Teamcenter wechseln muss, um das Metadaten-Item zu erstellen und dann in AutoCAD oder Inventor zu öffnen. Das geht in einem Dialog jetzt, gerade wenn ich eine gecustomized Erstellungsmaske habe. Das nächste ist mehr Präferenzen bei Grenzwerten, bei mehrzahligen Eingabenfeldern. Das ist so eine Spezialität, wenn ich auf Zeichnungen etwas Dinge, Informationen unterbringen möchte, die mehrzahlig sein sollen. Dann brauche ich eine Beschränkung, damit ich die auch sauber in meinen Zeichnungsrahmen oder andere Dinge einbringen kann. Da gibt es jetzt Präferenzen, die mir ermöglichen, das einzuschränken, damit auch die gewisse Anzahl dort eingegeben werden kann. In den Eingabefeldern, nicht in den Speicherwerten. Genau. Dann haben wir noch ein paar Elemente oder Funktionen für erweiterte Dateityp, Argumentsyntax, wenn Sie Dispatcher-Operationen haben, also die Erzeugung von Fremdformaten, DXF, IGES oder etwas, was Sie über den Dispatcher laufen lassen, JT, PDF, dann habe ich dort nochmal die Möglichkeit, dass ich Relationstypen mitgebe und dort Hilfsdateien entsprechend wieder aufnehme in Teamcenter und ablege. Genau, und wie gesagt, auch nochmal Start-Stopp für CAD-Anwendung vom Dispatcher aus. Wenn ich lange Dispatcher-Sitzungen habe, damit ich die nicht wirklich auf dem Server abschließen kann, habe ich dort jetzt die Möglichkeit, diese Prozesse sauber zu beenden und dort, damit der Speicher wieder freigegeben wird auf dem jeweiligen Dispatcher-Server. Genau. Basisprotokollierung und auch diese Xref, die Informationen, die über Xref dann auch in eine aktive Zeichnung einzufügen sind. Dort hat sich jetzt etwas getan. Das Ganze wird unterstützt und ich habe dort die Möglichkeit, jetzt auch mehrere Dateien in einem Vorgang dort zu platzieren. Gut, das ist genau, Inventor und AutoCAD, die beiden Systeme, die Integration. Was wir sehen, ist immer häufiger die Integration zu Inventor, weniger zu AutoCAD. Aber wie gesagt, beides nach wie vor verfügbar und im Teamcenter jetzt auch nachgezogen worden mit Funktionen, die man aus anderen Bereichen kennt. Anders sieht es ein bisschen aus mit PDC Creo. Das ist ein sehr aktives System, auch in unserer Kundschaft, wo wir sehen, dass das sehr gerne angewandt wird. Hier ist es jetzt so, dass Creo 10 unterstützt wird. Und ich habe einen Haufen an der Usability getan, also nicht wir, sondern Siemens, wo ich die Möglichkeit habe, also aus dem CAD-System heraus Dinge schon einzustellen, die ich eventuell brauche im CAD-System, ohne dass ich einen entsprechenden Teamcenter-Client noch aufhaben muss. Genau. Das ist so der Punkt. Gut. Creo 10-Unterstützung habe ich schon gesagt. Das ist etwas, was jetzt neu kommt. Revisionsregeln werden jetzt auf den offenen Dialog angewendet. Also kann ich jetzt als Filter hinzufügen und entsprechend, da hat sich ja auch im Teamcenter was geändert, das habe ich letztes Mal erklärt, wie die aktive Revisionsregel dann schon fest eingestellt werden kann. Das Gleiche ist jetzt hier natürlich auch so, dass ich das als Filter schon verwenden kann. Mit den vereinfachten oder Simplified Wraps in Creo ist es so, dass dort die Simplified Wraps sind etwas, was man aus anderen, sage ich mal, CAD-Systemen auch kennt, wo ich Baugruppendarstellung optimieren kann, um komplexe Baugruppen vereinfacht darstellen zu können und mit denen arbeiten zu können, performant. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, diese dann auch schon voreinzustellen und meinem Arbeitsbereich dann zu optimieren, sodass ich diese Elemente dann auch umschalten kann, schneller laden kann und so weiter. Sache. Wenn Sie mit der Geometriesuche von Geolus Shape arbeiten, geht das jetzt aus der Oberfläche genauso, um dann auch die entsprechenden Suchergebnisse, oder sage ich mal, die Ergebnisse, die aus der Geometriesuche kommen, in Creo zu öffnen oder in Baugruppen einzubauen. Genau.
Der Display-Name, der Ihnen angezeigt wird, ist jetzt auch in den Dialogen sichtbar. Muss ich nicht erst umständlich einstellen oder suchen. Wie gesagt, es geht darum, dass ich von der Usability aus der CAD-Applikation die gleichen oder die gleiche Ansicht habe auf meine Modelle in der CAD-Applikation, ohne dass ich einen Teamcenter-Client parallel permanent aufhaben muss. Ein verbessertes Öffnen bei fehlenden Modellen in Creo-Baugruppen. Da ist das ja so, dass aus der Vergangenheit heraus ist Creo sehr anfällig, wenn Daten fehlen und ich die öffnen möchte, wenn das im Teamcenter da ist, wenn aufgrund auch von Revisionsregeln oder Sichtbarkeiten, die nicht gegeben sind, ich keinen Zugriff habe auf Daten, die eventuell verbaut sind, kann sich Creo ein bisschen störrisch verhalten. Das mit dem Öffnen der Baugruppe, das ist jetzt verbessert worden. Ich habe jetzt mehr Flexibilität beim Öffnen der Baugruppen mit diesen fehlenden Daten. Genau. Gut, IDF-Daten ist was Spezielles, aber auch Unterstützung von revisionsspezifischen ACL-Zugriff. Da ist es so, dass eine feine abgestimmte Zugriffskontrolle auf Creo-Daten und Revisionen möglich ist, dass ich dort auch dem jeweiligen Anwender wirklich bloß die Informationen zur Verfügung stelle, die er da auch lesen darf. Und das kann ich, wie gesagt, auf Revision spezifisch machen, gesteuert über Merkmale, aber vielleicht auch manuell vergebene ACLs da drauf. Gut, kommen wir zum elektronischen Design Management. Da ist es ja so, dass aufgrund der komplexer werdenden Produkte bei unseren Kunden ja immer mehr gefordert wird, dass Mechanik und Elektronik und Softwareentwicklung ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die jeweilige Integration des Erzeugersystems dieser Daten. Und da ist es so, dass jetzt mit der 2312 von Teamcenter das eh schon vorhandene Multi-Domain-Modell für die elektronische Zusammenarbeit. Also das heißt, dass ich 3D-Modelle habe, die ich sowohl in meinem EDA-Werkzeug als auch in meinem CAD-Werkzeug, mechanischen CAD-Werkzeug verwenden kann, noch verbessert wurde. Da gibt es jetzt Dinge, die ich sehr gut verwenden kann. Ein Anwendungsbeispiel ist da immer wieder, dass ich auf elektronische Bauteile zugreifen muss, die natürlich in der Bibliothek verwaltet werden. Das ist gängig, das ist ja Standard im EDA-System. Aber wenn ich dann eine Flachbaugruppe, eine Platine, in mein CAD-System reinfüge, dass ich auf die gleichen Elemente aus dieser Bibliothek zugreife, sodass ich bloß noch einen Ort habe, um diese jeweilige Repräsentation zu pflegen und nicht fünf, je nachdem, wie viele Erzeugerwerkzeuge ich habe. Und das, wie gesagt, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, die es jetzt gibt. Und wie gesagt, da ist klassisch, dass ich natürlich in NX oder in anderen, CAD-Systemen diese Daten mit verbauen kann. Also gerade wenn ich Layout übernehme von der Flachbaugruppe, diese dann in NX öffnen möchte, um Kollisionsdinge zu haben, da muss ich sicher sein, dass ich dort die richtige Darstellung habe, die auch aktuell ist, die gepflegt ist, die in allen Systemen gleich verwendet wird. Und das ist jetzt gegeben. Genau. Das ist so, das gucken wir uns mal im Film an. Anwendungsfall ist, ich habe eine Flachbaugruppe hier, ein Bauteil, ein elektronisches, was mehrere Darstellungen hat. Ich meine, das ist in der Elektronik gang und gäbe, dass ich Elemente unterschiedlich verbauen kann. Das heißt, ich habe eine alternative Darstellung. Das sieht man hier auch. Wenn ich einen Widerstand betrachte, noch in seiner ursprünglichen Form, den kann ich stehend verbauen, den kann ich liegend verbauen, ist aber immer das gleiche, der gleiche Widerstand. Der ändert sich ja nicht vom Metadatenstammsatz. Das habe ich jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, das auch so abzubilden in einem Datensatz und das jeweils in der Bibliothek zu konfigurieren und in den verwendeten Systemen zu verwenden. Das ist jetzt auch hier genau dieser Ding. Ich habe hier so einen Design-Navigator, wo ich die unterschiedlichen Darstellungen habe. Ich kann mir das jetzt im Teamcenter anschauen, der integrierte Active Workspace Client hier in NX und kann mir hier die jeweiligen Metadaten dazu anschauen. Genau, sehe auch, dass ich dort hier mehrere Darstellungen habe. Also einmal ein UG Master, das ist die 3D und eine alternative Darstellung, die ich auch umschalten kann im System.
Und wie gesagt, das auf Bibliotheksebene und für alle, sage ich mal, Erzeugersysteme, die dort auf dieser Datenbasis arbeiten, genau das Gleiche. Kann ich also jetzt hergehen und die entsprechend umschalten. Wie gesagt, die Stückliste hat eh schon gestimmt und ich kann das jetzt entsprechend hier die Komponenten dann entsprechend ihrer Verbauung ausfallen. Und zwar für jede verbaute Instanz. Elektronik lebt ja davon, dass ich gleiche Bauteile oft verbaue. Und hier habe ich jetzt für jede verbaute Instanz auch die Möglichkeit, die Darstellung zu wählen, sodass das entsprechend passt. Gut. Wie gesagt, ein gemeinsames 3D-Modell oder die in der Bibliothek verwaltet werden. Das ist die zugrunde liegende Datengeschichte. Natürlich gibt es für jedes, für jedes System, EDA-System auch eine Integration. In der Version 23.12 hat sich jetzt für Cadence und Altium etwas getan. Und zwar einmal die Kompatibilität. Das heißt, es werden jetzt von Altium werden 4 Versionen abgedeckt. Cadence, es sind auch einige, dazu gibt es noch Zwischenstufen dazu. Und dann haben wir noch das EDA-Gateway als zugrunde liegende Technologie von Teamcenter, welches jetzt auch in mehreren Versionen zur Verfügung steht, sodass ich entsprechend bei einer Integration, die auch entsprechend unabhängig von Teamcenter hochladen kann. Genau. Benutzerfreundlichkeit, da hat man sehr dran gearbeitet, hat sich ein bisschen was getan und genau, es gibt auch die eine oder andere Möglichkeit oder neue Funktionen, die dort mit reingekommen sind. Genau, Altium habe ich schon erwähnt, 4 Hauptversionen. Cadence hat 2 Major Releases. Wie gesagt, da gibt es noch so Unterversionen, die werden natürlich auch mitverwaltet. Und wir haben beim EDA Gateway jetzt 3 primäre EDA Gateway Familien, welche unterstützt werden und mir wirklich mehr Freiheit bieten bei der entsprechenden Upgrade-Planung, wenn ich Teamcenter noch nicht updaten möchte, aber meine Erzeugersysteme, entsprechend die Autorensysteme, anpassen möchte. Genau. Es gab bei dem EDA-Gateway in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen CAD-System immer so ein paar Usability-Dinge, weil EDA ist eine eigene Oberfläche, dann je nachdem, wie sie integriert war. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, hat sich da was getan, dieser Fortschrittsdialog, der ist oftmals in den Hintergrund gewandert und dann habe ich nicht mehr gesehen, wo der ist. Der ist jetzt permanent sichtbar oben, kann also nicht mehr passieren. Man hat Leistungsverbesserungen beim BOM-Export für mehrere Threads, sodass die Leistung parallel, oder sage ich mal, die zu exportierenden Elemente werden parallelisiert und damit ist selbstverständlich auch die Ausgabeleistung besser. Genau. Dementsprechend auch die Leistung beim BOM-Vergleich. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Strukturen, Revisionsstände einer Struktur miteinander vergleichen möchte, wurde auch erhöht, um schnelleres Feedback zu kriegen. Was hat sich geändert? Was ist in der Variante anders, damit ich da schneller darauf reagieren kann? Genau, und diese Kollaborationsdatei, das ist die Datei, die, sage ich mal, zwischen EDA-Gateway und dem jeweiligen CAD-System ausgetauscht wird, die kann ich jetzt konfigurieren und flexibler nutzen, sodass ich da auch Informationen weitergeben kann, die vielleicht nicht out of the box verfügbar sind. Genau. So, Landessprache, auch immer ein Thema. Die Integration gleicht sich jetzt mit dem EDA-Gateway verwendeten Landessprache ab, sodass ich nicht mehr 5 Sprachen, also viel waren es nie, aber Teamcenter in der Sprache, EDA-Gateway in der Sprache, das Erzeugersystem in der Sprache. Das ist jetzt gehört der Vergangenheit an, sodass wir da eine Sprache haben, wenn es dann um die jeweilige Integration geht. Genau. Es gibt eine neue Ausgabekonfiguration für neutrale Altium-Datensätze. Die können jetzt in einer einzigen ZIP-Datei zusammengefasst werden. Also wenn ich etwas weitergeben möchte an einen Zulieferer, an einen Partner, dann kann ich die rauszippen und entsprechend weitergeben. Die Datei wird aber auch vom aufgenommen und hinterlegt, sodass ich einen Überblick habe, was habe ich bereits weitergegeben, welchen Stand und so weiter. Und ein neues Einstellungsmenü, dass ich die Integrationsvoreinstellung im Dialog setzen kann. Genau, anstatt in einer Konfigurationsdatei zu bearbeiten. Ich denke, das ist State of the Art, aber ist jetzt auch zur Verfügung. Genau. Gut.
Das war so das mechanische CAD und elektronische CAD-Datenmanagement, was so mit der 2312 neu gekommen ist. Wie gesagt, bemerkenswert finde ich, wie gesagt, diesen Bibliotheksgedanken auf einem Datenmodell, sowohl für mechanisch CAD als auch für elektronisch CAD. Genau, und jetzt gucken wir mal uns an, was bei der Visualisierung so alles neu kommt. Bei der Visualisierung muss man jetzt langsam ein bisschen aufpassen, weil wir unterschiedliche Arten in Teamcenter mit der Visualisierung betrachten. Im Juli 2022 hat die Firma Siemens eine strategische Partnerschaft mit der Firma TeamViewer aus Göppingen, soweit ich weiß, bekannt gegeben, dass sie im Bereich Metaverse, also Industrial Metaverse, zusammenarbeiten möchten und die Werkzeuge von TeamViewer, die Frontline-Familie mitverwenden möchte, um Augmented Reality, sage ich mal, dort weiterzuentwickeln. Und das ist das, was ich jetzt in dem nächsten Kapitel mal drüber rede, was da neu gekommen ist. Die ganze Zusammenarbeit mit Teamcenter zwischen TeamViewer Frontline und Teamcenter haben wir in einem Webinar im Bereich Service Data Management oder Service Lifecycle Management schon mal, sage ich mal, präsentiert. Auch das finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Lifecycle-Visualisierung Metaverse, das ist wie gesagt diese Geschichte, dass ich dieses Augmented Reality, die Arbeitsanweisung, die ich in TeamViewer auf Basis von 3D-Daten machen kann, Einbauanweisung, Arbeitsanweisung, dass ich diese Dinge dort, sage ich mal, besser integriert bekomme. Das ist passiert. Das heißt, die Integration zwischen TeamViewer Frontline Spatial und Teamcenter, da hat sich eine ganze Menge bewegt. Und das wollen wir uns auch mal angucken. Das heißt, hier kann ich jetzt, wenn die zum Beispiel zugrunde liegende Struktur in Teamcenter verändert wurde, Stückliste wurde verändert aus dem CAD-System heraus, wie auch immer, kann ich diese jetzt in meinem Editor, in dem Spatial Editor, sage ich mal, updaten. Gibt es einen Menüpunkt jetzt dafür. Und ich habe die Möglichkeit, sage ich mal, Dinge, also die ich jetzt hier auch erarbeite, dass ich die wirklich jetzt auch zurück nach Teamcenter speichere aus einer Benutzeroberfläche heraus und damit auch sauber verwaltet ablege. Genau. Wie sieht das Ganze aus? Genau, gucken wir mal. Wir finden jetzt hier oben in dem Bereich ein Menü, Save to Teamcenter und Check for BOM Changes. Das sind die beiden Menüpunkte. Wenn ich das jetzt mache, Update from Teamcenter, dann listet er mir auf, was neu hinzugekommen ist, was gelöscht wurde und welche modifiziert wurden. Und zwar auch im Punkt, was geändert wurde, ob eine Revisionskennzeichen erhöht wurde, ob der Name geändert wurde, also Metadaten nur verändert wurden. Und entsprechend werden diese Informationen nach Frontline Spatial übernommen und können hier auch gecheckt und in den jeweiligen Workflow, den ich ja definiere, also diese Arbeitsabläufe und so weiter, mit verwendet werden. Und wenn ich dort jetzt Modifikationen an meinem Modell, an meinem Spatial-Modell verändert habe, an diesem Workflow, kann ich diesen natürlich auch wieder nach Teamcenter zurückspeichern, so dass ich dort auch das sauber abgelegt habe, dass ich das entsprechend wiederfinde. Also so funktioniert das jetzt auch. Da sieht man, dass diese Partnerschaft Früchte trägt und immer weiter dort auch es weitergeht in dem Bereich. Und wie gesagt, hier jetzt hat man an der Integration gearbeitet. Gut, ein sehr spezielles Thema. Ich finde es ein sehr interessantes Thema. Wie gesagt, wenn Sie sich da grundlegende Informationen darüber besorgen möchten, auf unserem YouTube-Kanal Lifecycle, Service Lifecycle Management, finden Sie dort die Informationen. Schauen wir uns mal an, was sich hinsichtlich Visualisierung im Active Workspace getan hat. Da ist es so, dass wir 3D-Markup und Screenshots, also diese Snapshots, jetzt noch besser erstellen, bearbeiten und entsprechend mit visuellen Informationen für die Kollegen versehen kann. Die Benutzerfreundlichkeit, da hat sich ein bisschen was getan. Es wird alles ein bisschen runder. Die Leistung, man hat wieder mal sehr an der Visualisierungsleistung gearbeitet. Ich finde das ganz wichtig, weil diese 3D-Visualisierung ist für mich eine wesentliche Komponente für den digitalen Zwilling. Deshalb, umso schneller ich den auch zur Verfügung habe, umso optimal oder besser kann ich damit arbeiten.
und auch die Deployments jeweils der jeweiligen Visualisierung hat sich da ein bisschen was getan. Genau. Gut, gucken wir uns mal an, wie das mit den Snapshots funktioniert, visuelle Informationen für die Kollegen. Da ist es so, die Markups, wie ich die vergeben kann, die gab es ja schon immer, die Markups haben wir auch schon im Rich Client gehabt, da hat sich von dem Datenmodell nicht geändert. Aber wie ich mit diesem Markup umgehen kann, da hat sich sicherlich eine ganze Menge getan. Genau, bearbeiten, genau, da habe ich ein Kontextmenü zur Verfügung. Ich habe die Möglichkeit, diese 3D-Snapshots und um, sage ich mal, dort auch einfach umzuschalten, auch Snapshots, jeder, der mal mit Teamcenter Visualization in der Standalone-Version gearbeitet hat, der kennt diese Snapshots schon sehr lange. Das heißt, ich kann einen einmal vorgerichteten Zustand als Snapshot abspeichern. Egal, ob das eine Explosionsansicht ist, ob das Ein- und Ausblenden, Verschiebung ist und so weiter. Und diese Elemente kann ich jetzt, sag ich mal, auch im Active Workspace, das war in den letzten Versionen schon so, verwenden. Dort hat sich die, aber noch ein bisschen verbessert. Das heißt, ich kann dieses Erfassen und Wiederherstellen oder auch der Markups, deutlich einfacher generieren. Gucken wir uns gleich an, da gibt es auch ein Video dafür. Diese Markups kann ich Freigaben geben lassen, Kollegen, und dass die darauf arbeiten. Und wie gesagt, diese Explosionsansichten für spätere Referenzzwecke kann ich da entsprechend auch mit einfügen. Genau. Gut. Intelligenteres und schnelleres Arbeiten mit neuen Benutzerflächenelementen, die Aktionen vertrauter und zugänglicher machen. Es wurde angeglichen. Jeder, der mit NX gearbeitet hat, der weiß, wie gedreht wird, der wieder gezoomt wird, wie ich meine Ansicht verschieben kann. Diese Mausgesten, die dazu notwendig sind, auch das ist etwas, was sich da getan hat. Das hat man angeglichen. Man muss jetzt nicht mehr immer neue Dinge lernen, wenn ich in NX oder in Teamcenter arbeite, sondern es ist jetzt gleich gehalten worden. Das Drehen, da ist ja immer der Punkt, wenn ich dann drehe, gerade eine große Baugruppe, um welchen Punkt dreht er denn eigentlich? Wenn ich das Ganze in NX mache, kann ich den Rotationspunkt wählen, um den er dreht. Das geht nun auch hier im Active Workspace. Dieses Fit All, das war in der letzten Version ein Nearly Fit All, weil er einfach immer geguckt hat, wie viel das am möglichen Rand noch lässt. Das hat sich jetzt auch ein bisschen getan. Gucken wir uns gleich an. Und ich habe einen Flip-Befehl, wenn ich ein Mockup aufbaue in meiner Visualisierung, das heißt auch Elemente eventuell durch die Verschiebefunktion platzieren möchte in meiner Visualisierung, dann war klassisches Problem beim Positionieren von Elementen in 3D. Sie ziehen ein neues Element rein und es ist um 180 Grad gedreht. Und hier haben Sie jetzt eine Flip-Funktion, das heißt, anstatt das Ding jetzt zu drehen mit mehreren Mausklicks, haben Sie die Möglichkeit, einen Flip-Befehl auszuführen und er dreht sich um 180 Grad in die richtige Richtung. Das erleichtert dann die Ausrichtung. Genau. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir jetzt dieses Triebwerk. Wenn ich jetzt eine Komponente, markiere oder hier da die Elemente dann markiere, das heißt, ich habe auch so eine Auswahl einzeln und mit den Rechtecken dann die entsprechenden Bereiche auszuwählen. Und wie gesagt, jeder, der mit der Standalone-Lösung gearbeitet hat, für den ist das nichts Neues. Aber wir reden hier über eine Web-Oberfläche, wo ich interaktiv mit der Visualisierung arbeite. Und das heißt, ich habe einen sehr leichten Client, der mir die Möglichkeit gibt, hier jetzt auch immer interaktiver da zu arbeiten. Sie haben gesehen, gerade den Rotationspunkt, jetzt hier um die, oder auch das Verschieben, das sind genau die Befehle, die Sie, wie Sie sie auch aus der NX kennen, gleiche Tastaturkürzel, gleiches Vorgehen. Und damit macht es das auch einfacher, wenn Sie dort in der Umgebung unterwegs sind. Genau, das war jetzt dieses Drehen mit der Oberflächenpunkten. Da heißt, Sie können jetzt wirklich, egal welchen Punkt, also das ist so immer Ansichtsmitte, er dreht um die Ansichtsmitte. Das ist nicht immer gewünscht, sondern Sie wollen jetzt um die Spitze hier drehen, haben Sie den Ansichtspunkt. Er dreht um diesen Punkt jetzt und damit auch schiebe ich nicht immer die ganze Ansicht aus dem Bereich raus. Gut. Tighter Fit All, wie gesagt, daher war es so,
dass er immer, auch wenn er sie nicht immer angezeigt hat, diesen Bereich mit betrachtet hat, diesen grün gerenderten Bereich. Den nimmt er jetzt für den Fit und hat dementsprechend Ränder gelassen zu den Ansichtsgrenzen. Die nimmt er jetzt mit raus und er geht an das Fenster, die Fenstergrenze. Damit komme ich bei einem Fit All näher an meine Geometrie mit an. Also da habe ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Den Flip-Befehl, den habe ich schon verbal erklärt, aber das finde ich eine schöne Sache. Wenn Sie jetzt eine neue Komponente einfügen in das System, haben Sie die Möglichkeit und da Dinge verschieben, kann ich die manipulieren. Verschieben, das kennen Sie, das ist auch alles schon vorhanden gewesen. Ich habe halt jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu align auszurichten und dann entsprechend zu flippen. Und dann, da hat er die Funktion Flip und dann dreht er die entsprechend um. Ist jetzt bei einem runden oder rotationssymmetrischen Teil nicht immer schön gegeben, aber Sie sehen, er rückt es dann entsprechend dort in die richtige Position. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, und das alles im Active Workspace und alles Funktionen, die man sich bei einem Client, sage ich mal, wünscht. Wir reden da aber über einen sehr leichten Client und der entsprechend dann auch ein bisschen, genau, besser arbeiten soll. Gut, Kontextmenüs mit häufig verwendeten Funktionen sorgen dafür, dass Sie die Mausbewegung auf ein Minimum reduzieren können. Das finde ich eine interessante Geschichte. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Fläche oder ein bestimmte Bildschirmelemente wie Teile, Markierung klicken, werden Kontextmenüs angezeigt. Wie gesagt, wir sind in der Weboberfläche. Üblicherweise kommt da ein Browsermenü hoch. Im Active Workspace kommt das jetzt das Kontextmenü hoch und genau, da ist dann die entsprechenden Funktionen gleich unter der rechten Maustaste, wie Sie das aus, sag ich mal, in X und anderen Bereichen auch kennen. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben jetzt, wie gesagt, hier eine leere Fläche, rechte Maustaste, kann ich Fit All, Show All, also das alles, was die Visualisierung betrifft, haben. Und genau, wenn ich jetzt Elemente markiere und dort mit der rechten Maustaste draufgehe, dann habe ich dann auch ein anderes Kontextmenü. Genau, so sieht das Ganze dann in der Oberfläche aus. Wie gesagt, ein Haufen Usability, also nicht in ist Usability-mäßig eine ganze Menge passiert im Viewer, so dass dieser Active Workspace Viewer wirklich mehr und mehr, sage ich mal, auch die Standalone-Applikation ein Stück weit ersetzt, wo ich nicht zwingend immer auf die installierte Applikation zugreifen muss, wenn ich gewisse Dinge tun möchte. Gut, wie gesagt, Ansichten haben wir gesehen. Und wenn ich jetzt hier Selektion mache, haben Sie gesehen, habe ich da oben die Möglichkeit, dann meine Markups zu machen. Properties, wenn ich so etwas habe ich unter der rechten Maustaste, es geht das entsprechende Fenster auf. Also auch da sind die Kontextmenüs entsprechend vorhanden. So. Maße absetzen, genau, auch dort ist auf dem Maß dann rechte Maustaste, habe ich ein Kontextmenü fürs Maß, wenn ich einen Schnitt vergebe und das Fenster wieder zumache und dann wieder auf den Schnitt gehe, rechte Maustaste, habe ich wieder die, sage ich mal, ein Kontextmenü für diesen Schnitt und kann entsprechend dort Einstellungen machen, ohne dass ich mir meine Fläche hier durch die seitliche, durch das seitliche Eigenschaftenfenster verkleinere. Gut, wie gesagt, das ist jetzt auch etwas, was mehr und mehr von unseren Kunden gefordert wird, dass ich aus der Visualisierung heraus oder meine Arbeitsbereich Symbolleiste dort ein bisschen anders habe, dass ich mehr Details habe, um zum Beispiel Variantenkonfiguration abzurufen, bereits in der Visualisierung, ohne dass ich jetzt nochmal im Teamcenter-Menü seitlich das machen muss. Da habe ich jetzt da die Möglichkeit, genau das abzugreifen, hier in meinem Fenster. Ich kann, bevor ich eine Struktur mir anzeigen lasse in 3D, kann ich festlegen, wo er die rendert, ob er die serverseitig rendert oder aber clientseitig rendert.
wie die Darstellung sein soll, Shaded with Edges oder nur Shaded, und wie die Beschleunigung sein soll, ob er auf Details achten soll oder ob er lieber schnell rendern soll. All das kann ich jetzt, bevor ich diese 3D-View, sage ich mal, aktiviere, er hat zwar die Struktur schon geladen, aber ich habe noch nicht den 3D-View aktiviert, kann ich das einstellen und muss nicht bei jeder Einstellung warten, bis er die Ansicht aktualisiert, sondern das macht er jetzt gleich. Beim ersten Mal öffnen würde dann auch die entsprechende Einstellung gezogen werden. Wie gesagt, habe ich jetzt hier die Möglichkeit View Options. So sieht es aus, noch bevor ich diesen 3D-View öffne. Genau, das gucken wir uns auch mal an. Da habe ich auch die Möglichkeit, natürlich über, also hier in der Menüleiste, habe ich die Möglichkeit, meine Product Snapshots anzuschauen. Ich habe die Viewer Options, die ich gerade eben schon mal, wie er damit umgehen soll, sagen soll, sage ich mal, einstellen kann. Und ich habe hier diese Schnittansicht, alles oben in meiner Liste für das selektierte Objekt. Und kann das dann, diese Section, dann natürlich auch hinterher bearbeiten, das ist klar. Volumen, ich kann nach Volumen bezogenen Informationen, sage ich mal, löschen oder aber auch räumlich bezogen suchen, filtern, das heißt Elemente, die direkt an meiner gewählten Komponenten dran sind, soll er alle einblenden oder aber etwas, was ein gewisses Volumen überschreitet, damit ich nur die großen Teile eingeblendet kriege und so weiter. All diese Dinge sind jetzt hier in dieser neuen Leiste sauber untergebracht oder einfacher zugreifbar und das macht das Arbeiten dann auch ein bisschen einfacher. Genau. Dann schnelleres Arbeiten im Visualisierungsstart. Verbesserte Grafikinteraktion ist jetzt das Thema. Schnelleres Filtern und, sage ich mal, Rekonfigurieren in der Baugruppe. Das gucken wir uns jetzt auch als Video mal an. Und wenn Sie jetzt hier, wie gesagt, eine Variantenregel setzen, dann wurde mit der 2312 es so gemacht, dann, dass er, wenn ich diese Variantenregel hier jetzt auch da entsprechend einstelle, habe ich die Möglichkeit, dass mein Grafikfenster sich deutlich schneller aktualisiert mit den Filtereigenschaften seitlich, wo ich dann auch nochmal, sage ich mal, meine Struktur durchfiltern kann. Und damit ist die Aktualisierung nebendran deutlich ruckelfreier. Das ist eigentlich so das Ziel. Die Performance bei der Arbeit mit der Visualisierung. Sie kennen das vielleicht noch in den ersten Versionen vom Active Workspace, wenn Sie da solche Aktionen gemacht haben. Dann ist hier dieses schöne Fortschrittssymbol erschienen und Sie haben wieder ein paar Sekunden, je nachdem wie groß die Baugruppe ist, auch ein paar Minuten gewartet, bis die Visualisierung wieder aktualisiert wird. Da hat man jetzt dran gearbeitet, zeige ich auch gleich ein paar Charts, dass diese Performance deutlich, deutlich schneller wird. Genau. Hier jetzt mal genau im Vergleich den jeweiligen Filter ausgewählt. Premium hier. Das ist so das Vorgehen. Genau. Und hier drüben ist er fertig und hier drüben ist er noch am Laden. Das ist genau das, was man performancemäßig hier abgefangen hat, dass dort die, sage ich mal, entsprechenden, sage ich mal, Arbeit dann anders vor sich geht. Genau. Da sieht man mal ein paar Kennzahlen. Das schnellere Arbeiten durch verbesserte Ladezeiten. Das sind ganz wichtige Geschichten. Sie haben hier einmal ein Boot und einmal, also einmal gucken wir aufs Wasser und einmal in die Luft. Wir haben einmal eine Baugruppe eines Bootes, eines Schiffs mit ca. 10.000 Komponenten und einmal ein Flugzeug. Das ist so ein Demo-Flugzeug mit 16.000 verbauten Komponenten. Und wenn Sie sich jetzt angucken, die unterschiedlichen Zeiten bei zum Beispiel Cold Start, das heißt, er muss die kompletten Informationen holen, Warm Start, wo er schon Daten da hat und dann, wenn er einen Bookmark, also wieder aufrufen muss, sieht man, dass von der Version 6.1, 6.2 und 6.3 der Active Workspace Visualisierung zum 23.12 die Zeiten drastisch minimiert wurden, dass dort wirklich dran gearbeitet wurde, dass dort das Ganze besser wird. Das Gleiche hier jetzt bei dem Flugzeug, genau das Gleiche. Das sind alles entsprechende Sekunden.
Also das heißt, ich habe beim Cold Start in der 6.1 410 Sekunden gewartet und habe jetzt noch 41 Sekunden, bis die komplette Baugruppe dargestellt wurde mit 16.000 Komponenten. Das heißt, es ist wirklich ein Faktor 10, der dort verbessert wurde. Das gleiche hier, wenn ich jetzt einen Warm Start habe von 413 Sekunden auf 25 Sekunden, also da ist der Faktor noch höher. Da hat sich einiges getan. Genau, das ist so das, was dort sich merklich in der Oberfläche etwas getan hat, um, sage ich mal, für die Visualisierung. Weil wie gesagt, die Baugruppen sind groß bei unseren Kunden und die angeforderte Performance, sage ich mal, gerade im Active Workspace, damit ich nicht, sage ich mal, noch auf einen klassischen Client zugreifen muss. Genau, hier noch ein bisschen größer. Die Dinge habe ich aber schon erklärt. Wie gesagt, das sind so die Verbesserungen dorthin. Lifecycle-Visualisierung, Deployment. Und da ist es so, es gibt eine neue grafische Zertifizierungsmatrix. Je nachdem, welche Grafikkarten Sie serverseitig oder clientseitig einsetzen, da kann man mal gucken, was ist davon zertifiziert, was nicht. Und auch beim Deployment eine übersichtliche und klare Protokollierung. Da waren sei und Fehlermeldungen, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist, dann war das etwas Sisyphus-Arbeit, die richtigen Fehlermeldungen dort eigentlich zusammenzutragen. Da hat man jetzt auch was getan, dass wenn man feststellt, es gibt irgendwo ein Problem, dass man dort deutlich schneller wird. Zertifizierungsmatrix, das ist an der gleichen Stelle wie das, was Sie bisher kennen. Aber Sie finden dort jetzt eine kombinierte Zertifizierungsmatrix für alle Teamcenter-Visualisierungsprodukte. Und Sie sehen dann auch Teamcenter-Visualisierung Desktop, Active Workspace, Visualisierung auf dem Server. Wie sieht das aus, wenn Sie einen virtuellen Client haben? Wie sieht das aus in der Cloud und mit dem Remote-Display? Also das heißt, hier finden Sie alle Informationen dann auch, welche Version mit welchem Technologie entsprechend zertifiziert ist. Genau. Übersichtliche und klare Protokollierung der Fehlermeldung. Ein wichtiger Punkt ist da die FMS-Diagnose. Das heißt, wenn die Files ausgeliefert werden an den Client, da war es bisher so, da stand so viel Information drin in den Logfiles, dass man es wirklich Mühe hatte, das rauszufinden. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, ich habe unnötige, unklare und schwer verständliche Meldungen wurden entfernt und bereinigt und bessere und einfache Zuordnung der Protokolle bei der Fehlermeldung in einem Ereignis auf mehreren Servern, dass ich dann wirklich sagen kann, das kommt von dem Client, das kommt von dem Client, das habe ich, wie gesagt, da wurde einiges gemacht an diesen Visualisierungselementen oder die Logfiles. Genau. Gut, Fertigungsinformation ist noch ein Punkt. Was kann ich dort machen? Wie gesagt, da habe ich die Möglichkeit, einmal zu filtern über Volumen und über Nähe. Das haben wir in dem einen oder anderen Film schon gesehen. Das heißt, hier kann ich jetzt wirklich hergehen und kann ein Bauteil nehmen und kann dann entsprechend sagen, okay, ich möchte in dem Umfeld Elemente mit ähnlichem Volumen oder mit, Intersecting und so weiter finden. Das ist etwas, was jetzt dort verbessert wurde. Wie gesagt, alles Funktionen, die Sie in den anderen Versionen von Teamcenter Visualisierung schon kannten, sind jetzt in den Active Workspace Client so reingeflossen, dass sie ähnlich verwendbar sind von der Usability auch. Genau, und dann gibt es noch eine Verbesserung in den Voreinstellungen, dass ich sagen kann, okay, wenn ich Fertigungsinformationen PMIs und andere habe, wie möchte ich das entsprechend verwenden? Und da habe ich jetzt Umgebungsvariablen oder Referenzen, die ich von außen setzen kann, um dort die Darstellung zentral zu steuern. Das ist so der Punkt dabei. Gut. Wie sieht das Ganze jetzt auf dem Lifecycle-Visualisierung auf dem Desktop aus? Das heißt, wie sieht es in der großen Applikation aus, die Sie bei sich auf dem Desktop installieren können? Da hat sich ein bisschen was getan an der Visualisierung. Das heißt, ich kann mir jetzt die Revisions- und Variantenregel der Baugruppe, die ich in meiner Session habe, anzeigen lassen. Ich habe Navigationsverbesserungen für 3D-Schnitte
Und wenn Sie mit PLM-XML-Dateien arbeiten, die Sie entsprechend anpassen müssen, das Ganze hat sich auch verbessert. Wie gesagt, Anzeige von Revisionen und Variantenregeln in der Teamcenter-Visualisierung. Wie sieht das Ganze im System aus? Ich habe im Active Workspace hier eine Struktur geöffnet mit der Visualisierung innerhalb meines Clients, meines Active Workspace Clients. Das ist eine sehr große Struktur, wenn ich dort performant arbeiten möchte. Er stellt die mir zwar da, genau, er stellt die mir da. Da habe ich aber auch die Möglichkeit, diese Struktur jetzt im Client, in dem Desktop-Client zu öffnen. Da ist sie jetzt, die Struktur. Und jetzt habe ich da die Möglichkeit, mir unter den Properties anzeigen zu lassen, welche Revision Rule und welche Variantenregel ich gerade gewählt habe, damit ich da sehen kann, was ist denn dort überhaupt auskonfiguriert. Genau, der Variantentext, wo die Optionen mit abgebildet sind, das kann sehr langer Text sein, steht auch zur Verfügung und entsprechend habe ich dort die Information, mit was arbeite ich hier, in welcher Ausprägung, ohne dass ich dort wieder geometrisch die Unterschiede suchen muss. Genau. Schalte ich das Ganze um. Alte, andere Konfiguration. Deutlich, das ist eine Zweierkombination. Und dann sagt er mir auch, ich kann das entweder hinzuladen, das macht er jetzt auch. Das heißt, ich habe beide Konfigurationen in einer Visualisierungssession und kann dort diese mir anzeigen lassen auf diesem Element, was ich hinzugeladen ist. Und wie gesagt, da sehe ich jetzt die Information, wie gerade eben beschrieben. Genau, und kann diese natürlich auch visualisieren in meiner Desktop-Applikation. Genau. Gut. Dann Schnittnavigation, wo ich, sobald ich eine Schnittdarstellung habe und beides klippe, habe ich aber die Möglichkeit, trotzdem noch auf die Elemente, die dort geschnitten sind, zuzugreifen. Wie gesagt, auch das mit dem Fokuspunkt ändert sich. Das gucken wir uns aber jetzt hier in einem Film an. Das heißt, hier erzeuge ich einen Schnitt in der Desktop-Applikation, ähnlich wie ich das in Active Workspace mache. Ich tue beide 3D-Geometrie-Seiten des Schnittes ausblenden und habe hier die Möglichkeit jetzt, wenn ich eine Schnittlinie aktualisiere, die dazugehörige Komponente mit Sieg quasi in den Mittelpunkt zu setzen und das dann gleichzeitig mein Drehmittelpunkt ist. Das heißt, auch wenn ich mit Schnittlinien nur arbeite, um mir eine Übersicht zu beschaffen, habe ich im Hintergrund noch, sage ich mal, die komplette Geometrie. Und wenn ich dann das Ganze mit Sieg in die Mitte setze, dann positioniert er mir auch die Geometrie, die ich nicht sehe, aktiv in die entsprechende Mitte. Und ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich das alles wieder einblende, bin ich genau an dem Punkt, wo ich das auch erwartet hätte. Genau. Gut. PLM XML, wenn Sie mit den, sage ich mal, der Austausch oder die Information der Daten oder vieles in der Visualisierung passiert ja über dieses PLM XML Datenformat, wo ich, wenn Sie sich mit Visualisierung beschäftigt haben, dann ist es ja so, dass für die Baugruppe innerhalb von Teamcenter kein JT-File oder irgendwie eine Dateirepräsentation angelegt wird, sondern es aufgrund der Rotation- und Transformationsmatrix, die von den jeweiligen Erzeugungssystemen in Teamcenter gespeichert werden, dort ad hoc diese Baugruppe, sage ich mal, zusammengebaut werden. Der Austausch dann zum, sage ich mal, zu dem Desktop-Client oder auch zu anderen externen Systemen passiert über eine PLM-XML-Datei, wo ich diese Konfiguration quasi abspeichere. Wenn Sie mal ein JT-File in einer gewissen Dings abgespeichert haben, auch auf Ihrer Platte, dann werden Sie das auch gesehen haben. Und das kann ich jetzt erweitern, dieses File-Menü. Kann ich nämlich Werte mitgeben, die ich ansonsten, sage ich mal, in dem Datei keinen Platz hätte. Wie gesagt, das sind einmal diese, sage ich mal, Tags, die ich dort verwenden kann. CTX Interop, da kann ich externe Programme starten und dann habe ich, also was passiert ist, wenn ich diesen Tag in dieses PLM-XML-Datei einfüge,
wie Sie es hier oben sehen, da steht User Value, CTX Interop, URL, Siemens Value und dann steht die Siemens URL da. Wenn ich das wieder schließe, dann ist es so, dass ich hier unten bei Informationen eine Markierung kriege von Siemens und kann direkt auf die Siemens-Seite zusteuern. Wie gesagt, die werden dann entsprechend dargestellt und kann damit mein Format entsprechend erweitern, um Informationen da auch abzulegen, die in der Oberfläche verwendbar sind. Gut, das war Teamcenter, Visualisierung. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist Search and Analytics und da die Klassifizierung. Klassifizierung hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. E-Class-Klassifizierung zu In-Class-Klassifizierung hat sich eine ganze Menge getan. Wichtig ist, Klassifizierung findet ihr jetzt auch, geht jetzt auch in Teamcenter X, das heißt in der Cloud-Lösung. Und zwar in dem Client. Das heißt, ich brauche für die Verwaltung der Klassifizierung keinen Bridge-Client oder irgendwie sowas, sondern ich arbeite das komplett im Active Workspace. Und ich habe vorgefertigte Klassifizierungshierarchien, die ich als Startpunkt verwenden kann. Verwaltung der Klassifizierung Teamcenter X ist das so, wie Sie das auch schon vom Active Workspace, sag ich mal, insgesamt kennen. Da hat sich noch ein bisschen was geändert. Das heißt, ich kann jetzt diese Klassifizierung im Active Workspace modifizieren. Ich brauche keinen Rich Client mehr, sondern ich als, Admin-User wähle ich mein Active Admin, User-Umfeld aus und habe jetzt hier den Classification Manager. Wenn ich den wähle, steht mir alles zur Verfügung, um Klassen anzuwählen. Das heißt, ich kann meine Struktur, meine Klassenstruktur, den Baum modifizieren, ich kann neue Klassen hinzufügen, ich kann neue Properties hinzufügen, zu den Properties entsprechende LOVs, die mir erlauben, jetzt meinen Klassenbaum komplett in Teamcenter zu pflegen. Und, das ist der nächste Punkt, auch Daten aus, die Siemens uns zur Verfügung stellt, bestimmte Klassifizierungshierarchien, dass ich diese hineinladen kann und hier auch im Active Workspace dann pflegen kann. Genau. Das ist Klassifizierung. Die Klassifizierungshierarchien, die habe ich schon erwähnt. Wie gesagt, da gibt es jetzt mehrere, die Sie dann verwenden können. Für E-Card, für M-Card, für Routing Parts, auch wenn Sie mit NX zusammenarbeiten. Ist es wichtig, oder mit Expedition, das EDA-Werkzeug von Siemens. Diese Hierarchien können dann integriert werden, sodass ich, meine Reuse-Library über die Klassifizierung ersetzen kann und alles aus einer fertig oder vorkonfigurierten Struktur verwenden kann. Genau. Reporting and Analytics, das heißt Reports bauen im Active Workspace, da hat sich noch was getan, was ich ganz spannend finde. Und einmal, wenn ich Dashboards erstelle, also Visualisierung von und mir Daten darstellen möchte in Active Workspace, habe ich die Möglichkeit, das jetzt auf Basis von einem Objekt, einem Beispielobjekt zu generieren. Also ich muss das nicht irgendwie abstrakt in meiner Benutzeroberfläche bauen, sondern ich habe die Möglichkeit, anhand eines Beispieldatensatzes das mir aufzubauen. Auch das gucken wir uns mal an. Heißt, wenn ich jetzt ein neues Dashboard dann generieren möchte, dann kann ich das machen in dem Create Report. Und jetzt habe ich hier ein Item Report. Es gibt ja immer Summary Reports und Item Reports. Das hat sich seit gefühlten 25 Jahren in Teamcenter auch nicht geändert, die unterschiedlichen Reports. Aber da ist es jetzt so, dass wir auf Basis eines Items, was ich mir jetzt lade, habe ich jetzt die Möglichkeit, die Relationen, die auf diesem Element, was ich gewählt habe, abzugreifen. Und hier wähle ich jetzt quasi diese Relation Program, Project, kommt vom Project und kann die hinzufügen. Und schon sehe ich die entsprechenden Informationen, in meinem Client und kann dort diese weiterverwenden. Genau. So. Er wählt die jeweiligen Relationen, die anhängenden Datenobjekte aus und kann so auch die Spaltenkonfiguration unten in dem
in der Spaltendarstellung entsprechend hinzufügen, also hier die Spalten und verändern und kann dann auch, da spule ich jetzt mal ein bisschen vor, kann dann, weil das macht er jetzt 100 Mal, diese lässt er nicht zu. Gut, also wie gesagt, Spaltenkonfiguration, ich kann dann die entsprechenden Charts einfügen, das ist eigentlich das, wo ich jetzt hinspulen wollte, dass die entsprechenden Charts, das heißt sogenannte Pie-Charts oder Balkendiagramme, dass die entsprechend dargestellt werden in meiner Ansicht hier. Und damit habe ich dann mein Dashboard gebaut. Wie gesagt, anhand eines Beispiel-Datensatzes, das macht es ganz angenehm, weil ich nicht abstrakt mit leeren Daten da irgendwas definieren muss, sondern sofort eine Interaktion habe vom System, mir das Ergebnis angezeigt wird. Ich sehe wohl sofort die Dashboards und sage, jawohl, so passt's. Das Ganze speichern und mit den Kollegen sharen und dann ist mein Report fertig. Das macht das Ganze sehr interaktiv und das führt dann auch dazu, dass die entsprechenden Reports einfach und schnell erstellt werden können. Genau. So sieht das aus. Jetzt kommt noch ein entsprechendes Chart hinzu. Da wählt er sich das entsprechende Attribut aus und dann habe ich dieses Balkenchart oder dieses Tortendiagramm entsprechend zur Verfügung. Gut. Die Suche, da hat sich noch eine Kleinigkeit geändert, fast selbstredend, aber der Indexer-Service ist jetzt als Windows-Dienst zur Verfügung und das finde ich ganz schick. Ich habe jetzt in der Oberfläche auch eine Übersicht, wo ich feststellen kann, welche Elemente wurden noch nicht geindext, welche sind rausgefallen aufgrund eines Fehlers. Und so weiter. Ich kann also eine Diagnose durchführen vom Indexer-Service, warum es da zu Problemen kommt. Und das schauen wir uns jetzt final nochmal an. Das heißt, ich habe jetzt hier, der Service läuft. So muss man es vielleicht sagen. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Aber ich habe jetzt auch hier die Möglichkeit, in meinem Active Admin Umfeld, also erst die Rolle oder die Gruppe umschreiben. Und dann bin ich in meinem entsprechenden Umfeld, kann ich jetzt auf meinen Active Admin gehen. Genau, der ist schon aktiv. Wenn ich dort jetzt in die Home-Oberfläche gehe, dann sehe ich hier dieses Indexer Search und so weiter. Dann sehe ich den entsprechenden Status. Wie läuft der im Moment? Gibt es Probleme mit dem Indexer? Weil, wie gesagt, wenn ich die globale Suche verwende und die Elemente in den Indexlauf, sag ich mal, rausgefallen sind oder wie in diesem Falle einen Fehler geschmissen haben, dann ist es so, dass ich die über die globale Suche nicht finde. Ich finde sie jederzeit natürlich über die einfache oder über die Advanced Search, aber halt nicht über die globale Suche. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum gewisse Elemente sich nicht indexieren lassen. Hier sehe ich auch noch, was ist von der Leistung des Indexers her. Wenn die Elemente pending sind, dann wurden sie noch nicht geindext. Da sehe ich also, wie da der Status ist. Und das alles, wie gesagt, jetzt nicht in irgendwelchen Logfiles oder wo auch immer, sondern ich sehe das Ganze in dem Bereich meines Active Workspace Administrationsbereichs, dort in dem Active Admin und kann dort auch, sage ich mal, entsprechend agieren und Diagnose betreiben. Wie zum Beispiel, indem ich das Element suche, was dort, sage ich mal, mich interessiert. Beispielsweise Elemente, die nach einem gewissen Datum erst erzeugt wurden. Da möchte ich mir anschauen, wie da der Status ist. Das heißt, ich kann das runterstrippen, muss nicht die ganze Datenbank mir immer anschauen. Und wenn ich jetzt danach quasi eine Suche mache, sehe ich entsprechend den Indexstatus, was ist erfolgreich durchgelaufen und warum da gibt es welche, die sind nicht geindext worden. Vielleicht, weil sie in der Ausschlussliste stehen oder wie auch immer, aber das sehe ich jetzt hier in der Active Workspace Oberfläche. Finde ich eine große Sache, wie gesagt, mit den ganzen Informationen, die dazugehören. Gut. Damit kommen wir zum Ende. 6 Minuten zu lang geredet unseres zweiten Teils. Wie gesagt, Teil 1 ist auf dem YouTube-Kanal verfügbar. Part 2 wird in wenigen Tagen da sein. Und im nächsten Bereich kümmern wir uns, wie gesagt, um die Bereiche Deployment, Verwendung und wie gesagt Erweiterungen. Da gibt es ein paar ganz spannende Themen. Gucken wir uns dann an. Fragen von Ihrer Seite.